Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Heute zeige ich dir in diesem Video, wie ich ein Cover für ein Mini-Album mache. Das ist jetzt explizit das Cover für dieses Mini-Album hier. Ich verlinke dir hier oben in der Infokarte das Tutorial zu diesem Mini-Album, falls du Lust hast, das nachzubasteln. Und wie gesagt, ansonsten geht es in diesem Video rein um dieses Cover und wie ich es beziehe. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Gut. Dann starten wir mit dem Cover. Für das Cover brauchen wir 2 Stücken Graupappe in den Maßen 20,5 cm Höhe, 16 cm Breite und 20,5 cm Höhe und 7,5 cm Breite. So, genau, passt wunderbar zusammen. So, dann brauchen wir Designpapier und ich mag es eigentlich immer ganz gerne, wenn das Cover zweimal gleiche Papiere hat. Wir brauchen 2 davon, eins reicht leider nicht. Und zwar habe ich mir hier einen Bogen bzw. 2 Bögen aus dem Paperblock hier rausgesucht. Der ist ebenfalls von Pink Paisley Page Evans. Den hatte ich hier mal beim Flohmarkt gekauft. Und dieses Papier hier war genau noch zweimal drin und passt ganz hervorragend zu dem Horizon-Papier als auch zu meinem ersten Album. Und zwar zu diesem hier. Und wenn ich mir vorstelle, die stehen nebeneinander im Regal, passt es schön zusammen. Deswegen dieses hier. Und wir fangen an, schnappen uns ein Designpapier. Und dann geht es auch schon los. Also es wird so sein, die 2 großen Teile werden unabhängig voneinander ganz einfach mit Papier eingeschlagen und das Rückenelement ebenfalls. Und beim Rückenelement sollten wir im Idealfall hier ein bisschen Platz haben, weil da wird dann schlussendlich das Rückenelement an die Coverteile angeklebt. Deswegen achte ich hier darauf, dass das große Coverteil eher ein bisschen spärlich mit Papier versorgt ist und eher da ein bisschen mehr Papier übrig ist. So, dann brauchen wir einen Bleistift und dann zeichnen wir uns das hier mal an. Dann lege ich hier meine Pappe an die Markierung. So. Pi mal Daumen. Gut, dann schneide ich mir das hier an der Markierung ab. So. Ich habe das Stück jetzt hier bei 11,8 geschnitten, weil ich mir gedacht habe, das reicht hier. Das kriege ich locker rum. Das ist vollkommen ausreichend. So, und jetzt schaue ich auch hier noch. Mache mir hier auch noch eine Markierung. Prinzipiell macht man sich ja Markierungen auf der anderen Seite. Allerdings ist mein Schneidebrett so, wenn ich schneide, habe ich dann quasi wie so eine Falz. Und die soll natürlich so sein, dass man sie nicht sieht. Man sieht sie sowieso nicht, aber das ist egal. So, circa hier. Und dann schneide ich das ebenfalls hier noch ab. Gut. Dann nehme ich mir meine Graupappe, dann gucke ich mir die mal an. Ist die gebogen? Ja, sie ist ein bisschen gebogen. Und ich klebe sie so auf, dass sie quasi mit dem gewölbten Teil festgeklebt wird. Also dass quasi die Wölbung nach oben ist und dann klebe ich das so entgegengesetzt fest. Gut, dann, wenn wir unser Papier haben, nehme ich mir hier meine Graupappe und die Graupappe versehe ich mir hier komplett mit doppelseitigem Klebeband. Dafür nehme ich dieses Sticky Tape, klebe das hier fest. Hier noch eins und fertig. So. Falzbein und einmal kräftig drüber rubbeln. Gut, dann ziehen wir uns hier alle Folien ab und kleben uns unsere Graupappe auf das Designpapier. So, dann einmal so mittig wie möglich aufkleben. Okay, das klebt schon. Das macht jetzt allerdings auch nichts. Ist ein kleines bisschen schief geworden. So, dann nehmen wir uns die Graupappe. Und biegen uns das so leicht rum. Das machen wir jetzt an allen 4 Seiten.
Dann nehmen wir uns das Falzbein und gehen hier ebenfalls nochmal die Falz entlang, weil wir möchten natürlich keine runden Ecken haben, sondern richtig schöne, glatte und scharfe Kanten. So, und hier die letzte Seite auch noch. So, jetzt gehe ich trotzdem noch mal her und knick das komplett um. So. Jetzt brauchen wir Sticky Tape, allerdings jetzt brauchen wir ein bisschen, glaube ich, ein schmaleres. Ja. Genau. Aber vorher schneiden wir uns hier noch schnell die Ecken zurecht. Und zwar so. Bei den Ecken ist es ganz wichtig, gehen nicht bis rein. Lassen ein kleines bisschen Abstand. Und natürlich müssen wir gleich nochmal schauen, ob die Ecken so passen. Das ist ja jetzt hier nur so Pi mal Daumen. So. Jetzt schauen wir uns hier mal die Ecken an. Okay, schaut ganz gut aus. Dann nehme ich mir ein bisschen dünneres Sticky Tape. Das ist jetzt das 9 mm, das war das 12 mm. Und das klebe ich jetzt hier an die äußere Kante. Mit dem auch hier gleich einmal komplett reihum. So, das mache ich hier innen ebenfalls nochmal. Ich gehe auch hier innen nochmal mit dem Sticky Tape einmal komplett rum, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, wenn Sticky Tape auf Sticky Tape klebt, klebt das eigentlich immer recht gut. So, und auch hier gehen wir sowohl innen als auch hier außen nochmal mit dem Falzbein über das doppelseitige Klebeband drüber. Und dann fangen wir an mit den langen Seiten. Dafür ziehe ich mir hier die Folie wieder ab. Dann nehme ich mir meine Pappe und drehe das hier um und drücke das auch gleich fest. So. Dann die andere Seite. Und jetzt kommt die Seite, wo es jetzt auch schon spannend wird mit den Ecken. So, also Folie runter. So. Und jetzt gehen wir hier mit dem Falzbein rein und legen die Ecke so ein bisschen rum. Und auch auf der Seite. So. Und dann machen wir das gleiche. Du siehst es hier, ich habe die Ecken hier so leicht reingelegt, hier auch. So schaut das aus. Und dann nehme ich mir einfach hier meine Pappe und mache genau das gleiche wieder. So. Fertig.
Hier gehe ich jetzt natürlich noch mal rein und drücke das hier noch mal fest. Und hier genau das gleiche Folie abziehen. Dann mit dem Falzbein die Ecken nach innen schieben. So. Hier kurz gucken, das passt. Und dann nehmen wir uns wieder die Graupappe und machen das gleiche wieder. Und so sehen die Ecken schlussendlich aus. Die außen drüber, innen drüber. So. So, und fertig ist das erste Teil unseres Covers. Die zweite Seite, diese hier, machen wir genauso wie die. Und wir machen jetzt noch zusammen dieses Cover-Element. Dafür brauchen wir jetzt hier wieder doppelseitiges Klebeband. Beziehungsweise nehme ich jetzt nicht das doppelseitige Klebeband, sondern ein anderes. Und ich versehe mir jetzt den kompletten Bereich mit doppelseitigem Klebeband. Ich mache das nicht mit Flüssigkleber, weil ich Angst habe, dass ich das wälze, wenn ich davon zu viel nehme. Und dann legen wir los. Und wenn wir das haben, gehen wir auch hier nochmal gut mit dem Falzbein drüber. So, ziehen uns hier wieder die Folie runter und kleben es mittig auf unsere Graupappe. Und auch hier wieder gut andrücken. Uns wieder unser Klebeband und legen los. Also, stopp. So, bevor wir jetzt hier gleich loslegen, machen wir das gleiche wie vorhin auch. Wir nehmen uns unser Rückenelement und gehen so ganz langsam und vorsichtig und biegen uns das hier rum. So, hier machen wir das gleiche. So. Jetzt nehmen wir uns das Klebeband und versehen uns den unteren Bereich des Papiers, also hier als auch hier, mit ausreichend Klebeband. So. Und das müssen wir jetzt hier bis hier hoch machen. So. So schaut das dann bei mir aus und das, was wir unten machen, machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. So, und so schaut unser fertiges Rückenelement aus. Jetzt nehmen wir hier komplett von der unteren Seite die Folien runter. Dann nehmen wir uns hier das Papier und ziehen das und gehen unten mit dem Finger gegen. So. So, jetzt klebt schon mal der Mittelteil und jetzt nehmen wir uns unser Falzbein, allerdings nehme ich hier mal ein dünneres, weil das ist ziemlich dick. Okay, mein dünnes Falzbein finde ich jetzt gerade nicht, demnach nehme ich jetzt hier einfach so ein Geodreieck und gehe hier rein und ziehe nach außen. Hier genau das gleiche, hier rein. Und zieh nach außen. So. Und das machen wir jetzt auf der Seite ebenfalls. So. Nehmen uns auch wieder den Papierteil mittig und streichen nach oben. So. Geodreieck nehmen. Hier an der Kante anlegen. So. Na. Jetzt mag es nicht.
So, und feste drücken und ziehen. Und hier genau das gleiche. So. Drücke und vollziehen. Gut, dann nehmen wir uns wieder unser Falzbein. Gehen wir hier so ein bisschen ran und drücken uns unser Papier fest. So, dieses Papier, was ich hier verwende, ist relativ dünn. Das reißt nicht. Hast du jetzt dickes Papier, musst du aufpassen, weil wenn du hier zu doll drüber gehst, reißt dir das ein. Und dann ist es eigentlich schon rum. Also hier drücken und rübergehen. Wie gesagt, hast du dickes Papier, drück nicht so doll, sondern geh lieber ein bisschen öfter drüber. So, hier auch nochmal. Und hier. So, jetzt gehen wir sicherheitshalber hier nochmal drüber. Gehen auch hier lang, weil wir wollen wieder schöne Kanten haben. So. Supi. Dann drehen wir um. Und jetzt haben wir hier unsere Kante. Und jetzt falzen wir quasi entgegengesetzt. Jetzt gehen wir hier vorsichtig mit dem Falzbein drüber, damit wir sehen, wo ist unser Karton, unsere Graupappe, was auch immer. So, das siehst du jetzt natürlich nicht, aber im Licht siehst du es spiegeln. Hier. So. Und an die Kante gehen wir jetzt wieder mit dem Falzbein und drücken die jetzt in die gegengesetzte Richtung. Huch. Genau. So, und jetzt siehst du hier, wir haben das jetzt runtergedrückt. Hier ist es hier oben, hier ist es hier. Genau, und das machen wir jetzt auf der Seite genauso. Also, auch wieder hier mit dem Falzbein einmal drüber, dass wir wissen, wo ist der Cardstock, die Graupappe. Und dann gehen wir hier auch wieder lang. Und jetzt können wir eigentlich schon sehen, dass hier unsere Pappe hinkommt. So. Hier wird es sein. Und dafür schneiden wir uns hier jetzt noch eine kleine Kante rein. Pass nur auf, dass du nicht zu weit in die Mitte kommst. So. So. Also wirklich nur so ein kleines Stückchen. Gut, und ich werde jetzt noch ganz schnell das andere Stück des Covers beziehen. So, dann fangen wir an, das alles zusammenzukleben. Prinzipiell würde ich ganz gerne Sticky Tape nehmen, aber wenn es klebt, dann klebt. Deswegen bin ich mir gerade ein bisschen unschlüssig. Okay, ich nehme Sticky Tape und ich mische das so ein bisschen. Und zwar werde ich hier hinten klebe ich Sticky Tape. So. Und vorne werde ich Flüssigkleber nehmen, damit ich noch so ein bisschen hin und her rutschen kann, falls es sein sollte. So. Und den tue ich hier vorne drauf, aber nicht bis ganz nach vorne. So, also nur hier so eine Spur. Jetzt kann ich das hier vorne anlegen und hier noch ein bisschen hin und her rutschen, bevor ich dann alles komplett festklebe. So.
Und das mache ich auf der Seite hier natürlich auch noch. So. So, nochmal umdrehen. Hier natürlich auch noch schön festdrücken. Das Cover lassen wir jetzt einfach so liegen. Also man kann es so rum oder so rum drehen. Ja, aber ich würde nicht empfehlen, es jetzt schon zusammenzuklappen, weil hier vorne ist ja noch der Kleber, der noch austrocknen muss. Und ehe wir uns da irgendwas zerreißen, lassen wir es einfach so. Packen es auf die Seite, damit wir dann auch weitermachen können. So, in dem Video hast du jetzt gesehen, wie ich meine Cover in der Regel mache. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hinterlässt mir dein Abo, falls du das noch nicht gemacht hast. Wenn du auf die Glocke drückst, wirst du auch über jedes weiterfolgende Video natürlich kostenlos informiert. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!